Oh Mann. Nee. So, das war Sky Action Nummer 15 und wir kommen jetzt zu Phoenix, Position Nummer 16 Verrat, ne? Von der Firma Weco. Verrat. 25 Verrat, Schuss Verrat, ja. Und 40 Sekunden Brenndauer. Das war Phoenix, fast wie aus der Asche. Nummer 16, Thunder King. Nummer 17, unsere nächste Position, auch ein Dauergast hier beim Vorschießen von Nico, ist dieses Verbundfeuerwerk. Nummer 17. So, das war die 17, das war Thunder King und Ignis kommt als nächstes, die Nummer 18 von Weco. Was eine Neuheit sagt, Herr Markus. So, also diese Position ist neu auf dem Markt. Das war das Verbundfeuerwerk von Weco mit dem Namen Ignis. Das war die Nummer 18. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Klassiker Heavy Metal von Weco, die 19. Die nächste Position. Und da sind wir etwa bei 170 NEM in Gramm. Heavy Metal von Weco, die Nummer 19. Und wir gehen wieder zu einer Position von der Firma Keller, ein Verbundfeuerwerk. Firestorm ist der Name und wir sind bei der Abbrennposition Nummer 20. Firestorm. Schnell. So, das war die 20, das war Firestorm von der Firma Keller und wir kommen wieder jetzt zu einem Weco-Produkt, Spacewalk Nummer 21, das nächste Verbundfeuerwerk. Sind schnell. Das war der Spacewalk von Weco und jetzt kommen wir zum Tanz der Vampire. Vorsicht, liebe Kinder, Tanz der Vampire.
Jetzt wird es vielleicht bissig werden von Vico, Nummer 22, die nächste Position. 22. Hier 22, Tanz der Vampire von Veko. Barracuda ist das nächste Verbundfeuerwerk aus dem Hause Veko. Die Position Nummer 23, rund eine halbe Minute Abbrenndauer. Minute? War das eine halbe Minute, Markus? Barracuda, die 23 von Veko. Steamhammer kennen wir auch von Nico, die 24, unsere nächste Position. Steamhammer. Klassiker. Bisschen. So, das war die 24. Steamhammer am 24.11. und Night Wish ist dann die 25 aus dem Hause Panda. Das ist ein neuer Lieferant, ein neuer Fabrikant und damit ein neues Produkt, kennen wir noch nicht. Night Wish Nummer 25 von Panda. Muster oder Lieferversion, ne? Ja, eine Muster. Markus, Muster? So, das war die 25. Night Wish aus dem Hause Panda. Wir bleiben bei den Panda-Fabrikaten. Transformer, die 26, das nächste Verbundfeuerwerk. Wir sind wieder bei knapp 200 Gramm NEM. Dagegen. Das war der Transformer nochmal von Panda etwas, also auch neu diesmal dabei. Casablanca kennen wir, die 27 aus dem Hause Veko. 40 Sekunden Brenndauer, 24 Schuss. Casablanca, da ist was umgefallen. Mal gucken, jetzt geht's weiter. Die Kasse. Veko Casablanca und wir kommen zur Position 28, Frankenfeuerwerk Vorschießen 2012,
wieder etwas aus dem Hause von Panda. Phosphor ist der Name. Die 28. Dreierschlag zum Schluss. So, das war Phosphor und Akia. Nummer 29 ist unsere nächste Position hier beim Vorschießen. Jetzt wieder ein Produkt von Weco. Nummer 29. Jetzt noch die gute. Ich sehe, was Matoschi geschossen hat. Das war ja der letzte Dreck. Das ist billig gewesen. Zu langsam. So, jetzt kommt der Terminator nach Umfenbach. Wir sind weiterhin bei einer Weco-Produktion, einem Weco-Verbundfeuerwerk. Wir sind bei der Position Nummer 30, Terminator. 19 Schuss, 30 Sekunden, 191 NEM.